krasseste Messerattacken-Zunahmen mit einem ganz klaren Täterprofil. Wir hatten diese absurde Aufregung um irgendein Sylt-Video. Diese Art von Gewalt ist jung, männlich und migrantisch. Dem Chefredakteur der Welt gehört zu Axel Springer. Ihm platzt die Hutschnur, er kann es nicht mehr ertragen wie die anderen linken Schmierenblätter, von denen redet er teilweise. Er meint hier zum Beispiel Spiegel Online oder die Taz, wie sie es immer noch wegdiskutieren wollen, das Problem, das Erodieren der inneren Sicherheit, und dass sie doch immer noch uns verkörpern wollen, der Allheilsbringer der ewigen Massenmigration nach Deutschland. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Chefredakteurs der Welt. Ich weiß nicht, was sein Ziel ist, es hier vorzubereiten für Friedrich Merz oder einfach nur es überleben zu wollen als Chef der Weltgruppe. Wenn man nämlich jetzt dem linken Woken-Trend nicht langsam abschwört, dann könnte man als Unternehmen in der Insolvenz oder in der Bedeutungslosigkeit versinken. Es gibt hier ein Interview mit ihm, das hat schon einige Aufrufe auf YouTube erzielt, doch weil es auf dem Weltsender vermutlich untergeht und nicht alle mitbekommen, möchte ich euch die besten Szenen daraus hier nochmal zeigen. Am Anfang, da druckst er ein bisschen herum, er eiert ein bisschen herum. Wenn er dann aber ein bisschen warm geworden ist, dann zieht er mal so richtig vom Leder und beschreibt die Situation in diesem Land ganz treffend. Und vor allem haben die Eltern inzwischen Angst um ihre Kinder. Und ich vermute, auch der Chefredakteur hier hat inzwischen Angst um seine Kinder und ist sich nun so langsam seiner Verantwortung wohl bewusst geworden. Er redet davon, was in den letzten 15 Jahren auch die Medien versäumt haben in diesem Land. Schaut mal rein. Und wir wollen noch mal eine Ebene höher gehen, sozusagen über die politische Dimension jetzt auch dieses Versprechen. Ulf Poschert ist bei mir der Chefredakteur der Weltgruppe. Ulf, du hast gestern einen sehr klaren Text geschrieben. Eigentlich die Kernbotschaft ist mehr oder minder, dass man anerkennen muss, dass die Migration eben kein Heilsbringer ist, wie Rot-Rot-Grün das ja jahrelang auch propagiert hat. Welche Reaktion hast du bekommen? Ich vermute, es waren einige auf diesen Text. Ja, also das mit der Migration ist von mir in dem Text nur deshalb thematisiert worden, weil wir ja zuletzt immer wieder solche Gewaltexzesse hatten, die, so wie die Berliner Polizeichefin gesagt hat, wir haben auch jetzt demnächst wieder ein Interview mit ihr, diese Art von Gewalt ist jung, männlich und migrantisch, Punkt. Und wir hatten in den vergangenen Jahren und fast eineinhalb Jahrzehnten im Grunde genommen so eine Tendenz, nur nicht nach den Vornamen fragen, am besten nur TäterInnen. Und es gibt sozusagen, es hat keine Identität, die genauer zu bestimmen wäre, wenn es so einer politischen, ich würde es mal sagen, so einer politisch-ideologischen Wirklichkeit nicht entspricht. Und ich glaube, diese Erzählung kommt an ihr Ende. Und ich habe besonders viele Reaktionen bekommen, auch heute Morgen wieder von Eltern vor allem. Ich habe ja auch in einem Absatz gesagt, ja, wer weiß, was Kinder und Jugendliche da auch mittlerweile nicht nur in Großstädten, sondern auf dem flachen Land an Vorsichtsmaßnahmen haben, wie die sich überlegen, wie sie ausgehen. Manche entscheiden sich ja fatalerweise, sich irgendwie zu bewaffnen mit Messern und was auch immer. Also wir haben da eine komplett falsche Entwicklung. Und das Schlimmste daran war eigentlich bis vor wenigen Wochen und Monaten, dass das weiter und weiter verklärt wurde. Wir hatten diese absurde Aufregung um irgendein Sylt-Video. Wir haben Mikroaggressionen, ja, die Sprache, das könnte, ich weiß nicht, irgendjemand der Clan-Kriminalität, ich glaube Spiegel TV hat eine goldene Kartoffel bekommen von den neuen deutschen Medienmacher, weil Clan-Kriminalität ein rassistischer Begriff ist. Kurzum, dieser weltfremde ideologische Angang an das, was in der Gesellschaft gerade nicht funktioniert, der, glaube ich, kommt an sein Ende. Und mir bricht es das Herz, wenn ich das Video sehe mit der Mutter und dem Vater. By the way, für alle Ressentiment-Freunde, Philippos hat erkennbar einen griechischen Vater, daher der Name. Also da geht es ja genau darum, dass man das nicht alles über einen Kamm schert, sondern deutlich zu machen, es gibt gewisse Gruppen und es gibt gewisse kulturelle Prägungen und auch so ein gewisses Gewaltverständnis. Das lässt sich klar adressieren und das muss man jetzt angehen. Und man muss sich ja nur noch mal kurz vorstellen,
was es heißt, wenn jemand einen Gleichaltrigen so lange tritt, bis er hirntot ist. Heftig, oder? Aber er hat recht. Habt ihr was gefunden, wo ihr widersprechen könntet? Nein. Das Einzige, was wir ihm liefern können, wir können ihm noch ein paar Argumente zur Unterfütterung seiner These anbieten. Und da gibt es, wie sollte man es anders erwarten, neue Zahlen zu den Berufsabschlüssen derer, die zu uns kommen. Weil sie uns immer von einer Fachkräfteeinwanderung berichten, gibt es hier jetzt Zahlen des Statistischen Bundesamtes, und zwar die 20- bis 34-Jährigen, die zu uns kommen. Wie viele davon haben keinen Berufsabschluss? Unter den Deutschen ist die Zahl mit knapp 30% relativ hoch. Das liegt allerdings auch am Alter von 20. Da sind viele noch im Studium, manche auch im letzten Jahr ihrer Ausbildung. Beim Ausländeranteil insgesamt liegt der Anteil derer ohne Berufsabschluss bei 53%, der Ausländer aus EU-Staaten bei 51%. Die Türken haben nur 49%. Das heißt, die Türken, die zu uns kommen, haben statistisch gesehen im Alter von 20 bis 34 Jahren öfter einen Berufsabschluss als Ausländer aus EU-Staaten überhaupt. Das ist auch interessant. Jetzt kommen wir doch aber mal zu Afghanen, Syrern und Irakern. 80 bzw. knapp 80% dieser Leute besitzen keinen Schulabschluss. Und weil ja nichts mit nichts zu tun hat, hat das mit Sicherheit auch nichts damit zu tun, dass es dann bei uns so viele Probleme gibt in der Gesellschaft. Wo wollen wir hinschauen? Schauen wir nach Bayern. Gestern ein Iraner, 34, der geduldet wurde, dachte, er kann ein Messer ziehen gegen die Bundespolizei am Bahnhof von Pegnitz, in Lauf genauer gesagt. Die Kollegin hat ihren Kollegen wahrlich unterstützt, einen Warnschuss abgegeben und danach den Iraker in den Bauch geschossen. Er ist danach daran verstorben. Manche würden sagen, einer weniger. Ich würde sagen, wer die Polizei angreift, muss immer damit rechnen, dass man den Kürzeren zieht. Vor allem mit einem Messer auf einen Polizisten losgehen, der eine Schusswaffe trägt. Das ist schon wirklich geisteskrank. Allerdings der Aufenthaltsstatus des Iraners, er ist nur ein Geduldeter im Bundesgebiet. Das heißt, er könnte jederzeit die Duldung entzogen bekommen. Das ist ein Verwaltungsakt. Das heißt, ein Beamter nimmt ein DIN A4-Blatt und schreibt drauf, er wird sofort ausreisepflichtig erklärt. Die Frage ist ja auch, warum wird er denn nicht akzeptiert hier und bekommt einen Aufenthaltstitel? Es müssen ja wohl Erkenntnisse gegen diesen Mann vorliegen. Und weil wir schon dabei waren in der Türkei, genauer gesagt in der Stadt Kayseri, ihr wisst, die Türkei hat viele syrische Flüchtlinge aufgenommen. Dort soll es jetzt zu einem sexuellen Misshandlungsfall gekommen sein. Ein Syrer soll ein 5-jähriges syrisches Mädchen missbraucht haben. Als die Polizei dann vor Ort den Syrer verhaften wollte, gab es Widerstand der Familie, die diese Verhaftung hier verhindern wollten. Da frage ich mich immer, was seid ihr für ein Schlag Menschen, die Vergewaltigung akzeptieren? Ihr seid Abschaum. Richtiger Abschaum. Ihr seid auch vor allem keine Männer. Alles Weicheier, ja? Als Größere auf Kleinere losgehen, in der Gruppe auf einen losgehen und dann Messer ziehen. Ja, Supermänner, sage ich da. Wo ist das? One-on-one mit den Händen, ja? Richtig, ja? Nein, sie können nur unfair spielen. Und dann auch hier, sie beschützen Vergewaltiger. Leute, ihr seid Abschaum. Sowas braucht man nicht in der Gesellschaft. Sowas will niemand hier haben. Wie sagte einer letztens unter meinem Video, Höhlenmenschen müssen zurück in die Höhlen. Ja, da ist wohl teilweise was dran. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier schwere Ausschreitungen in der Stadt. Es gibt Brände. Die Türken sind inzwischen auch auf der Straße und machen Randale. Ich vermute, gegen die Leute, die den einen hier beschützen wollten. Aber was brauchen wir noch? Messerstecherei hier, Messerstecherei dort. Die Welt hat es verstanden inzwischen. Es gibt hier ein krasses Problem in der inneren Sicherheit. Hier, Chemnitzer Gartenanlage, 7 syrische Migranten belästigen und schlagen eine junge Frau. Sie haben versucht, sie zu vergewaltigen. Sie war allerdings laut genug und es kamen Passanten zu Hilfe, sodass die Tätergruppe unverrichteter Dinge von dannen gezogen ist. Die meisten von ihnen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Es wird Strafanzeige, also wird hier ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und einem vorausgegangenen Sexualdelikt, denn unsittlich berührt hat man die junge Dame. Die Tatverdächtigen sind 15, 16, 17, 19 und 23
Und ich wette mit euch, wenn wir eine Altersfeststellungsprüfung machen, dann sind die alle gar nicht so alt. Aber ihr kennt sie doch, die 15-, 16-Jährigen mit so langen Vollbärten, die gibt es bei uns auch, nur wir rasieren uns halt schon früh genug da oben. Leute, die Linken und die Roten und die Grünen in diesem Land, wir haben gesehen, welch Geisteskind sie sind. Wir haben auch gesehen in Essen, dass sie bereit sind, Leute der AfD aufzuhängen, aufzuknüpfen, in Lager zu stecken. Das ist der Faschismus, der wieder zurückkehrt und behauptet, er ist der Antifaschismus. Jeder, der das noch nicht verstanden hat, der wird in ein paar Jahren sich umdrehen und sagen, Scheiße, wie konnte 33 passieren? Ja, ja, Sie meinen aber dann wohl das neue 33. Es ist fürchterlich, wie diese Entwicklung in diesem Land voranschreitet und sie verstehen es nicht. Selbst Armin Laschet setzt sich gestern Abend ins Fernsehen und redet davon, dass die Demokraten in Frankreich, und er hat Frau Marine Le Pen damit nicht gemeint, das heißt, Frau Marine Le Pen, die die Wahl gewonnen hat in Frankreich, ist nach Armin Laschet, der mal Kanzler werden wollte und mal Ministerpräsident war, keine Demokratin. Das heißt, Frankreich bekommt eine undemokratische Regierung. Und das nennt sich Politiker. Leute, packt einfach alle eure Sachen und verschwindet irgendwo hin, wo es kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland gibt. Dieser Laden hier wird zusammenbrechen, und zwar mit Ansage zusammenbrechen. Es gibt jetzt Einzelne, die versuchen, dieses sinkende Schiff zu verlassen. Malu Dreyer ist in den Ruhestand gegangen. Sie ist auch krank, sei ihr gegönnt, wobei sie viel Schaden für das Land angerichtet hat, allerdings weitaus weniger als Kurt Beck. Der hat viel mehr Geld in den Sand gesetzt. Aber es gehen noch weitere von Bord. Still und heimlich verschwinden sie langsam überall in ihre Ecken. Ich bin gespannt, wann es hier zum großen Kollaps kommt. Markus Lanz geht auch immer mehr in die Richtung Migrationskritik. Jetzt hier der Weltchefreporter. Sie wollen sich wohl etwas absichern, wenn es denn hier auf einmal eine krass konservative Mehrheit gibt und ein Bundeskanzler Friedrich Merz die Lufthansa-Flieger chartert für Remigrationsflüge nach Afghanistan, nach Syrien, auch in den Irak. Wenn Friedrich Merz Bundeskanzler werden will und wenn er Bundeskanzler ist und das danach auch nochmal sein möchte, dann weiß er ganz genau, dass er in diesem Land eine absolute Mehrheit erreichen kann, wenn er sich hinstellt und es durchzieht, was alle anderen für unmöglich halten. Es geht nämlich vor allem darum, uns einen Bären aufzubinden. Selbst wenn sie hingehen und weisen 250.000 Geduldete dann aus und lassen sie abschieben, Friedrich Merz als Abschiebekanzler der Nation, wollen sie ja dadurch trotzdem weiterhin die reguläre Migration stärken. Und da inzwischen von 5 Migranten, die kommen in die Europäische Union, 3 auf legalem Wege kommen, geht es nur noch um die 2, die auf illegalem Wege kommen. Es will nämlich niemand hier die Migration abstellen oder begrenzen, sie wollen sie nur legalisieren. Und es geht dann am Ende auch nicht um Fachkräfte, denn die Fachkräfte müssen auch heute noch krasse Hürden in Kauf nehmen. Es gibt so viele, zum Beispiel aus Thailand, aus Vietnam oder weiter, die hier arbeiten wollen würden. Und die Hürden, die man ihnen auferlegt, sie sind krass, wenn man überlegt, dass wenn man an der Grenze steht und Asyl ruft, einfach reingelassen wird. Diese Leute, die Asyl suchen, haben ja erstmal ein Arbeitsverbot. Die Leute, die aber aus dem Ausland kommen, den Flug freiwillig bezahlen, um hier eine Tätigkeit aufzunehmen, die müssen Bürgen, Garantien und dies und das mitbringen. Das System ist am Ende und ich bin gespannt, wie das jetzt hier ausgeht, wie viele tote Jugendliche wir noch brauchen, wie viele tote Polizisten wir noch brauchen. Immerhin hat die Polizei zu ihrer Dienstwaffe zurückgefunden. Rovenlauer hat es möglich gemacht. Es ist traurig, dass er sterben musste, aber wenn sein Tod dafür sorgt, dass die Polizei inzwischen schneller zur Dienstwaffe greift, um sich den Respekt auf der Straße wiederzuholen. Es geht nicht darum, dass wir schießen wie in amerikanischen Verhältnissen. Allerdings, weil die Leute mich immer kritisieren, die Polizei soll nicht sofort schießen. Wenn jemand körperlich Polizeibeamte angreift, sei das mit einer Holzlatte, sei das mit einer abgebrochenen Flasche, sei das mit einem Messer, dann bin ich ganz klar der Meinung, dass die Polizei sich hier mit Schusswaffengewalt verteidigen muss. Denn nur so schafft man den Respekt, den die anderen gegenüber den Beamten brauchen. Niemand hat das Recht oder einen Grund, einen Polizeibeamten mit einer Waffe zu attackieren. Man kann sauer sein, man kann ihn anschreien, alles in Ordnung, man kann auch gestikulieren, aber man hat ihn nicht anzugreifen. Da gibt's auch keine Diskussion. Ja, aber psychische Ausnahmezustände sind keine Rechtfertigung für Straftaten. Entweder du kannst dich benehmen in diesem Land, das gilt auch für alle von uns, es gibt öfters mal auch welche von uns, die durchdrehen,
oder wir sperren dich einfach weg. Und wenn du meinst, auf der Straße durchzudrehen, bin ich dafür, dass die Polizisten jedes Recht haben, sich und die Leben anderer zu verteidigen und jeden Angreifer mindestens kampfunfähig schießen. Ja, natürlich ist das ein unfairer Kampf, Holzlatte gegen Schusswaffe bei der Polizei. Aber der, der die Holzlatte genommen hat, hat ja den ersten Fehler gemacht und meinte, er muss gegen die Polizei vorgehen. Da bin ich ganz klar der Meinung, erst schießen, dann fragen. Ich bin ganz klar der Meinung, das sorgt für mehr Respekt. Es geht hier nicht darum, Menschen zu durchsieben mit mehreren Magazinen, wie das die Amerikaner gerne machen. Allerdings, Angriffe auf Polizeibeamte darf man nicht dulden. Und die Polizei ist die einzige Behörde in diesem Land, die die Gewalt des Staates auch mit der Schusswaffe verteidigen darf. Und das müssen sie dann konsequenterweise auch einfach mal machen. Ihr habt es gesehen, seit Mannheim ist die Schusswaffe hier vielfach eingesetzt worden von Polizisten. Nicht immer mit tödlichem Ausgang, aber sie wird eingesetzt. Ich bin gespannt, wann die ersten Meldungen kommen, dass der Polizei jetzt die Munition ausgeht. Ich meine ja, die Bundespolizei hat auch keine neuen Waffen für die EM bekommen. Bis jetzt, toi toi toi, haben sie Glück gehabt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Damit, ciao, bis bald.